Das Wort Gemeinde hat im Deutschen zwei Hauptbedeutungen. Zum einen ist eine Gemeinde, eine Kommune, etwas, ja, eine Stadt oder ein Dorf. Und zum zweiten ist die Gemeinde in dem Christentum die Gemeinschaft der Gläubigen an einem bestimmten Ort. Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Die besondere Fähigkeit des Menschen ist, kleinere und größere Gemeinschaften aufzubauen. Und irgendwann, vermutlich in der Jungsteinzeit, hat sich die Fähigkeit des Menschen entwickelt, Dörfer in Dörfern zu leben und dann in Städten zu leben. Und das sind die Gemeinden im Sinne von Dorf, Stadt und so weiter. Der Ausdruck Gemeinde hat auch im Deutschen, in der deutschen Rechtswissenschaft eine bestimmte Bedeutung, seine bestimmte staatliche Autorität ist dann eben die Gemeinde. Darüber möchte ich jetzt nicht weiter sprechen. Als zweites hat Gemeinde die Bedeutung eine christliche Gemeinde. Und hier gibt es zum einen die Gemeinde als die Gemeinschaft der Gläubigen insgesamt, aber meistens ist gemeint so eine teilweise sich selbst verwaltende Einheit. Zum Beispiel wohne ich jetzt hier in Bad Meinberg, Sitz, wo die reformierte Kirche besonders stark ist. Hier gibt es mehrere christlichen Gemeinden. Es gibt zum einen die reformierte Gemeinde und dann gibt es die katholische Gemeinde. In Horn Bad Meinberg gibt es jetzt verschiedene christliche Gemeinden. Es gibt die Gemeinde von Bad Meinberg und es gibt die Gemeinde von Horn. Jede Gemeinde hat einen Kirchenvorstand, der gewählt wird. Jede Gemeinde hat ihre Kirche, die Gemeinde hat ihre Friedhofskapelle, sie hat ihren Friedhof, die Gemeinde hat ihr Gemeindehaus, ihre Gemeindeverwaltung und so weiter. Also eine christliche Gemeinde ist in sich eine Gemeinschaft. Und da gibt es manche, die sind dort enger dran beteiligt und andere sind dort etwas im weiteren Umfeld. Jedes Mitglied der christlichen Kirche ist automatisch auch Mitglied einer bestimmten Gemeinde. Manche besuchen keine Veranstaltung ihrer Gemeinde, außer vielleicht bei der Beerdigung und irgendwo der Körper mindestens. Andere gehen zum Beispiel jeden Sonntag in die Kirche oder nehmen an den Gemeindeveranstaltungen teil. Es gibt ja oft ein Frauenfrühstück und es gibt die Männergruppe und es gibt den Musikkreis und den Kirchenchor und es gibt den Bibelkreis und vieles andere. Also eine Gemeinde hat viele verschiedene Veranstaltungen, die angeboten werden. Dann gibt es viel ehrenamtliche Mithelfer in der Gemeinde, die dort mithelfen. Zu einer christlichen Gemeinde gehört typischerweise auch die Diakonie, was eben heißt gemeinnützige Werke für andere, von Kindergarten, Seniorenbetreuung, Krankenbetreuung, Krankenbesuchen und manchmal auch Flüchtlingshilfe. Also all das gehört zur Gemeinde und wird in der Gemeinde organisiert. Und so ist die Gemeinde etwas Wichtiges im Leben eines Christen. Und das Christentum sagt ja, dass normalerweise Menschen in der Gemeinschaft Gott verehren wollen. Ich bin jetzt zwar auch in der evangelischen Kirche Mitglied, ich gehöre damit hier auch zur Gemeinde von Bad Meinberg, aber hauptsächlich lebe ich bei Yoga Vidya. Und auch bei Yoga Vidya haben wir als Ganzes die Gemeinschaft von Yoga Vidya. Es gibt den gemeinnützigen Verein und er hat viele verschiedene Aspekte. Da gibt es zum einen alle diese, die jemals zu Yoga Vidya gekommen sind. Irgendwo, sage ich gerne, etwa eine 500.000 Menschen in Deutschland übt, bewusst oder unbewusst, nach dem System, wie wir bei Yoga Vidya unterrichten. Wir haben inzwischen 17.000 oder 18.000 Yoga-Lehrende ausgebildet. Und wenn man annimmt, dass jeder Zweite davon unterrichtet und dass jeder mindestens 50 Menschen in Kursen hat, manche haben sehr viel mehr, manche haben weniger, dann kommt man irgendwo dazu, eine 500.000 Menschen. Gut, die Mehrheit wird sich jetzt nicht als Teil von Yoga Vidya begreifen, aber es werden vielleicht 100.000 Menschen geben, die sich eng verbunden fühlen.
Und wir haben ja auch bei Yoga Vidya sicherlich schon über 100.000 Gäste auch in den Ashrams gehabt. Gut, dann gibt es manche, die sich eng verbunden fühlen, haben eine Mantraweihe genommen, vielleicht sogar einen spirituellen Namen bekommen, kommen regelmäßig. Das ist auch wieder ein Teil dieser Gemeinschaft. Dann gibt es diejenigen, die Mitglied des Vereins sind und die sich darüber verbunden fühlen. Und dann in einem noch engeren Sinne ist jeder Ashram wie eine Art Gemeinschaft und eine Gemeinde. Und in unserer Satzung gibt es ja auch die örtlichen Sevaka-Versammlungen, die alles regeln. So könnte man sagen, wir haben Priester, die eben Pujas, Homas und so weiter machen und die Rituale. Wir haben Menschen, die mehr für die diakonischen Werke zuständig sind, die also in der Flüchtlingshilfe engagiert sind, die in der Mithilfebetreuung sind, die sich um besondere Gäste kümmern und so weiter. Dann haben wir Kinder, die im Ashram leben, um die sich gekümmert werden müssen, die auch irgendwo aufwachsen und so weiter. Wir haben unsere regelmäßigen Veranstaltungen, die man als Gottesdienste bezeichnen kann, die Satsangs. Wir haben Jahresfestrituale, wir haben zum Teil Männergruppen und Studiengruppen und Vedanta-Gruppen und Sanskrit-Gruppen und vieles mehr. So auf gewisse Weise könntest du auch einen Ashram sehen als eine Art Gemeinschaft im Sinne von Gemeinde oder Kloster oder wie auch immer. Ja, das waren ein paar Gedanken, einfach die mir gekommen sind, als ich gelesen habe, Gemeinde, über Gemeinde soll ich sprechen. Vielleicht ein paar Worte zu diesen Vorträgen. Manchmal sagen mir Menschen, ich sollte doch mein Skript erst mal ein paar Mal lesen, bevor ich so rede. Ich habe kein Skript. Ich habe einfach nur Stoff, Stichwortsammlungen und dann sehe ich das Stichwort und spreche einfach frei von der Leber, was mir dazu kommt. Das ist nicht immer systematisch, es kommt aber oft vom Herzen und will vielleicht die ein oder andere Anregung geben. Mein Name ist Sukadev, ich bin von www.yoga-vidya.de.